Ja, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Ja, wir haben im letzten Part... was haben wir im letzten Part gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Naja. Auf jeden Fall hatte ich ja eine kleine Assassin's Creed Pause angesagt. Die ist jetzt aber irgendwie ins Wasser gefallen. Moment mal kurz. So, kratzen. Weil es auf einmal zufällig aufgefallen ist, dass es doch läuft. Wie ihr seht, es läuft. Und es freut mich natürlich, dass ich weiter Assassin's Creed aufnehmen kann. Das ist natürlich sehr, 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 sehr nice. Und, ja, darf ich mal danke. Und wir gehen jetzt als erstes mal auf die Karte und gucken, wo wir hin müssen. Da müssen wir hin. Ist ziemlich weit weg. So. Es könnte jetzt wahrscheinlich ein bisschen minimal lecken, aber... Aber das macht nichts, solange es einigermaßen flüssig läuft. Und es freut mich natürlich sehr, dass es flüssig läuft und dass ich es jetzt weiter Let's Playen kann. Und ja, ich bin einfach happy. Fragt sich nur, wie lange. Weil jetzt nehme ich nochmal, ich habe jetzt keine Uhr. Ich hatte eben noch Minecraft aufgenommen. Gehen wir schnell runter vom Dach. Vor uns hier diese scheiß Borgia-Typen abreißen. Wir haben ja, viel Geld haben wir natürlich noch nicht. Ich bin noch so ein bisschen ungewohnt unterwegs, weil ich das erst gerade neu durchgespielt habe auf einem anderen Spielstand. Deswegen bin ich so ein bisschen, ja, sage ich jetzt mal, ein bisschen verwirrt. Aber ich bin auch verwirrt, dass mein, das nämlich alles noch mit meinem normalen Prozessor auf, mit meinem Zweikerner. Ich bin so verwundert, dass das jetzt alles flüssig läuft. Also echt top. Auch Modern Warfare oder Minecraft läuft erstaunlich flüssig. Was bei Minecraft vorher immer voll geleckt hat, laggt jetzt irgendwie nicht mehr. Finde ich ziemlich merkwürdig. Ich kann es zwar nicht auf höchster Grafikstufe spielen, hier gerade, aber genügend. Wo kommt das? Oh, da ist er schon. Oh. Und das, was ich auch noch vergessen habe zu sagen, also was ich noch vergessen habe, euch zu sagen, dass ich es jetzt auf Xbox Controller spiele. Viele von euch haben es vielleicht schon mitbekommen. Das Gebiet ist nicht verfügbar. Ich weiß. Oh, Junge, ist gut. Ja, ist doch gut. Ist doch gut, mein Freund. Oh, doch, ich werde entwischen. Also kann man das noch nicht machen? Ist gerade ziemlich blöd. WTTTF. Okay, jetzt kämpfen wir einfach gegen die. Ist ja jetzt auch egal. Nee, nicht so eine Schlappschwänze. Na komm. Ist der einzige noch, ne? Ja, so, zack. Und haben wir dich auch. Also, nun ja. Also müssen wir hier lang. Also dahin kommen tun wir, oder? Bin ich mir ganz doll sicher. Ich bin so gut gelaunt. Ich bin echt gut gelaunt, dass es jetzt so flüssig läuft. Und wir laufen dahin. Jetzt aber ist das da bei den Borgias? Bei den Borgia?
sieht so aus, aber... Ne, sieht nicht so aus. Da rennen wir jetzt mal ganz kackendreist vorbei. Oder wie jetzt? Doch, hier sind aber keine Borcher. Pflege für alle! Ne, du bist es nicht. Genau, hier müssen wir hin. Und dann gucken wir, was uns hier erwartet. Ezio Auditore! Kommt rein, kommt rein! Ich töte euch, wenn nicht. Bartolomeo. Wartet hier! Lernt meine Frau kennen! Pente sie leer! Pente sie leer! Wo ist sie? Habt ihr hinter dem Tisch geguckt? Ah, hier ist sie. Lieta di conoscervi. Charmant, wahrlich. Jetzt reden wir über den Krieg. Wie läuft der Kampf gegen die Franzosen? Bene, meine Männer behaupten sich. Machiavelli schien zu glauben, es gebe Schwierigkeiten. Ihr kennt Machiavelli. Abbiamo bisogno del vostro aiuto. Scusatemi, gib mir Bianca. Bianca? Okay. Ezio, ich komme gleich zum Punkt. Der Kampf läuft nicht gut. Wir werden von zwei Seiten angegriffen. Die Borgia dort, die Franzosen hier. Doch wisset, die Stellung der Borgia ist schwach. Besiegt ihr sie, können wir unsere Truppen auf die Franzosen konzentrieren. Ich glaube, ich habe eine Idee. Hab Dank für euer Vertrauen, Madonna d'Alviano. Das Mindeste, was ein Weib für ihren Mann tun kann. Gut. Zwischen Baum und Borke. Ja, gut, das machen wir dann mal akzeptieren. Und werden den Auftrag mal ausführen. Alles klar. Hey, haltet den Hauptmann auf, bevor er den Turm erreicht. Wir haben ja auch noch eine versteckte Klinge. Na 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 na. Bleib weg von mir. Zack. So, den haben wir fertig. Den nehmen wir auch mal aus. Und wie ihr wahrscheinlich schon merkt, kann ich auf so ist Bravo kann ich viel Bravo viel besser spielen, weil weil mit Controller ist das halt alles viel besser, Mann. Also, das ist echt top. Oh, hier ist so eine Borgia-Banner, oder wie die heißen. Ja, genau, Borgia-Banner. Drei haben wir schon. Ja, gut, dann wollen wir jetzt mal da versuchen, den Borgia-Turm zu erklimmen. So. Oh, hier gibt's auch so eine Gondeln, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, hier gibt's nur bei Teil 2, aber scheint wohl auch bei Brotherhood. Ja, jetzt müssen wir erstmal hoch. Kommen. Irgendwie. Wir haben ja noch keine zweite Klinge und alles. Das ist ja alles noch hier ziemlich babyhaft. Später wird es natürlich viel interessanter. Mit der... Mit dem... Wenn man die ganzen zweite versteckte Klinge hat. Zweite versteckte Klinge. Und alles Mögliche. Das, was auch praktisch ist, dass ich das Spiel vor einem Monat, noch nicht mal vor einem Monat, frisch durchgespielt habe. Und das heißt, dass ich hier auch nicht so oft failen werde. Also das ist schon Voraussetzung hier, weil ich das ja jetzt neu durchgespielt habe, schon zum zweiten Mal. Einmal habe ich das zu 100% durchgespielt und hier einmal jetzt nochmal nicht zu 100%. Und mir ein komplettes Let's Play davon angeguckt. Das heißt, das wird schon ziemlich gut sein. Nicht so viele Fails mehr wie am Anfang. Zack. Sehr episch. Ab ins Wasser. 4 von 24 Borgia-Türmen erklimmt. Aussichtspunkte meine ich natürlich. So, jetzt müssen wir hier wieder hochkommen. Da kommen wir hoch. Da schwimmen wir jetzt mal hin.
Und ich werde wahrscheinlich versuchen, jetzt Brotherhood so schnell wie möglich versuchen durchzuspielen, weil Dan danach Revelation starten kann. Und das ist natürlich ziemlich gut. Also könnt ihr euch schon drauf freuen, dass das jetzt danach kommen wird. Und danach werde ich auch schon meinen neuen Prozessor haben. Das heißt, für euch nichts. Oh, Entschuldigung. Aber halt nicht mehr, also bessere, noch bessere Grafik in den Spielen. Das ist ja auch was wert. Finde ich jetzt so. Und jetzt werden wir mal gucken, was... wie heißt der? Bartolomeo, oder wie heißt? Habe ich jetzt den Namen vergessen. Was der noch für Aufträge für uns hat. Hier kommen auch noch ein paar coole Aufträge. Ach, hier steht er ja. Y drücken, machen wir. Ezio, wir haben diese dreckigen Feiglinge in die Flucht geschlagen. Ja, haben wir. Nun, ohne die Hunde des Papstes werde ich mehr Männer in den Kampf führen können. Doch zuerst möchte ich die Kaserne verstärken. Wer kümmert sich darum? Ich bin nicht gut in sowas. Ihr seid der Gebildete, ihr prüft die Pläne. Va bene. Aber dafür muss ich von jeder Bewegung Cesares und Rodrigos erfahren. Können eure Männer sie für mich verfolgen? Natürlich. Alles klar. Oh, hier haben wir... Ja, genau, das bauen wir jetzt aus. Müssen wir ausbauen? Ausbauen. Gut. Ja, jetzt machen wir ein bisschen Bob der Baumeister spielen. In guten Roma. Guten alten Roma. Und, ist sie nicht wunderschön? Sehr eindrucksvoll. Täglich schließen sich mehr an. Es ist ein richtiger Wettlauf und genau so mag ich es. Wie ihr hier seht, zeigt die Tafel die Platzierungen der besten Krieger. Zeigt euer Können und erobert die Spitze. Sollte ich nicht schon ganz oben stehen? Komm, Chans Kampf fängt jetzt an. Wenn ihr euch beweisen wollt, solltet ihr kämpfen. Nun bitte entschuldigt mich. Ich habe auf den Kampf gewettet. Okay. Wo ist Bartolomeo? Unten, bei dem Kampf. Für ihn ist die Welt ein ewiges Ringen. Aber Strategie ist ebenso wichtig. Nehmt diese Brieftauben als Beispiel. Jede Taube von Machiavelli bringt den Namen eines wichtigen Templers in Rom. Eliminiert diese und ihr erreicht mehr, als jede Schlacht es vermag. Hab Dank, Madonna. Könnt ihr Bartolomeo bitten, auf die Isola Tiberina zu kommen und mich über Cesare und Rodrigo zu unterrichten? Er wird kommen. Alles klar. So, haben wir ein bisschen Geld bekommen, 100% Synchronität. Alles praktisch, gut und supi und alles ist toll und ich freue mich und ja. Ich bin glücklich, dass ich Brotherhood aufnehmen kann und weil das ja auch schon so lange pausiert war mal, die einen Tage, freue ich mich, es jetzt weiter ohne Lags zu spielen oder diese lästigen Lags in jeden zehnten, in jeder zehnten Sekunde. Bin ich jetzt froh, dass es nicht mehr, wenigstens nicht mehr diese starken, hammerharten Frame-Einbrüche hat, weil die waren schon ziemlich, ziemlich nervig. Gibt's hier noch irgendwas auszubauen? Nee, hier gibt's nichts auszubauen. Doch. Nee, das machen wir nicht. Das... ja. Okay. Die wollen hier wissen, wer hier der Chef ist. Das werde natürlich ich sein. Zack. Weil jetzt kann ich euch mal zeigen, was für eine Moves Ezio hier schön drauf hat. So, den werden wir... Nein, oh nein, das sind diese komischen... Na. Alter. So. Und ihn auch. Und ihn. Au. Wie heißen die nochmal hier? Ich... Ja. Ja, so jetzt machen wir den mal in die... Oh, jo, jetzt reicht's mir aber langsam. Na, 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 na. Oh, Mann.
Okay, du willst jetzt erstmal hier angreifen. Den werden wir erstmal ausschalten. Okay, du mit deiner Armbrust. So. Haben wir ihn auch? Das machen wir jetzt alles hier für so eine verdammte. So, das werde ich. Was du kannst, kann ich. Lange. Du wolltest alle wissen, ne? So. Werden wir nochmal so einen schönen Tränkchen nehmen. Und wenn.